Liebe 18-jährige Mädchen, stellt euch mal bitte vor, ihr dürftet nur Jungs treffen, die die gleiche Religion haben wie ihr selbst. Und ihr dürftet nur in ganz bestimmten Bereichen eines Ladens einkaufen gehen. Das klingt wie aus dem letzten Jahrhundert, ist aber in diesem Moment Realität. Und zwar in einer der modernsten Städte der Welt. Wie junge Menschen hier leben, das zeigen wir jetzt in At 18. Nuri ist 18 und gläubige Muslime. Obwohl sie nach den strengen Gesetzen der Scharia lebt, genießt sie auch gewisse Freiheiten. Religion ist alles. Schließlich hat Gott uns gemacht. Die gleichaltrige Chinesin Li Yen wächst mit weniger Zwängen auf, auch wenn ihre Eltern noch immer versuchen, Einfluss auf sie zu nehmen. Für mich ist es okay, Alkohol zu trinken. Beide Mädchen sind in ein und derselben Stadt zu Hause. In Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. 8 Uhr morgens. Nuri macht sich fertig für die Uni. Obwohl sie von ihren Eltern sehr streng erzogen wird, darf sie an einer Musikhochschule studieren. Sie lebt immer noch daheim, trotz ihrer Volljährigkeit. Guten Morgen. Kannst du bitte die Eier schälen? Jeden Morgen der Mutter helfen. Für Nuri und ihre jüngere Schwester ist das selbstverständlich. Zum Frühstück gibt es Nasi Lemak, ein klebriger Kokosnussreis mit Chilipaste und Gemüse. Das heißt scharf und heiß. Für deutsche Mägen ungewohnt, in Malaysia ein ganz normales Frühstück. Es ist sehr wichtig, dass meine Tochter jeden Morgen ein gutes Frühstück bekommt. So bleibt sie gesund. Und produktiver. Obwohl ihre Eltern sie streng erziehen, darf Nuri an einer Musikhochschule studieren. Am liebsten singt sie Liebeslieder, auch wenn sie bisher noch nie einen Freund hatte. Die 18-Jährige weiß aber schon ganz genau, wie ihr zukünftiger Ehemann sein soll. Es kann irgendjemand sein. Er kann Ingenieur sein, Pilot oder Arzt. Mein zukünftiger Ehemann muss kein Musiker sein. Es reicht, wenn er Musik liebt oder einfach nur mich liebt. In Deutschland stehen viele Jugendliche mit 18 auf eigenen Beinen und ziehen von zu Hause aus. In malaysischen Familien haben die Eltern auch nach der Volljährigkeit noch ein Wörtchen mitzureden. Das ist bei Nuris Eltern nicht anders. Auch wenn Zwangsehen in muslimischen Familien in Kuala Lumpur eher die Ausnahme sind, möchte Vater Hussein genau wissen, mit wem sich seine Tochter so rumtreibt. Ich habe immer ein Auge auf sie. Und ich werde ein Auge auf die Jungs haben, mit denen sie sich trifft. Ich lege viel Wert darauf, dass sie mir sagt, mit wem sie unterwegs ist. Ihr zukünftiger Freund muss sich auf jeden Fall bei mir vorstellen. Nach dem Frühstück macht sich Nuri auf zur Uni. Sie muss auch in den Semesterferien zweimal pro Woche proben, denn der nächste große Auftritt steht an. Die volljährige Chinesin Li Yen lebt auch in Kuala Lumpur, nur irgendwie ganz anders. Sie büffelt in den Semesterferien für ihr Mathematikstudium, allerdings freiwillig. Ihre Eltern setzen auf Eigenverantwortung. Ihre Tochter soll von der Pike auf lernen, selbstständig zu werden. Ich bin super froh darüber, dass meine Eltern mir überhaupt keinen Stress machen bei meinem Studium. Sie sind sehr entspannt, was das angeht. Für sie ist es wichtig, dass es mir auch Spaß macht. Es geht im Leben nicht nur um gute Noten. Eigentlich wohnt Li Yen seit einem Jahr in einem Studentenwohnheim. Aber während der Semesterferien schläft sie immer in ihrem alten Kinderzimmer. Auch wenn die junge Chinesin eine liberale Erziehung genießt, interessiert sich ihre Mutter für die Noten Li Yens. Hast du gute Noten bekommen? Ist das eine 1 plus? Nein, nur eine 1. Es ist im Leben auch wichtig, Freunde zu haben und nicht nur zu lernen und zu arbeiten. Sonst wird man nicht glücklich.
Social Skills sind auch für das spätere Arbeitsleben wichtig. Das ist zumindest meine Meinung. Trotzdem muss die Leistung stimmen. Ein bisschen Drill gehört in Asien zur Tagesordnung. Und es gibt noch weitere Konflikte in der Familie. Li Yens Eltern sehen es zum Beispiel gar nicht gern, wenn ihre Tochter feiern geht und sich mit Jungs trifft. Wir dulden nicht, dass sie raucht, Alkohol trinkt oder Drogen nimmt. Es kann einfach viel zu viel passieren. Ich sehe es auch nicht gern, wenn sie in Clubs geht. Die Männer, die dort rumhängen, sind meist einfach nicht gut genug für meine Tochter. Für ihren Bruder scheinen andere Regeln zu gelten. Rauchen im Elternhaus ist kein Problem. Und er darf schon in Clubs, seit er 15 ist. Ich glaube, dass es für Mädchen gefährlicher ist, weil es viele böse Männer gibt. Ich glaube, Jungs können sich gut selbst schützen. Das ist für Mädchen schon schwieriger. Und doch lässt es sich Li Yen nicht nehmen, hin und wieder feiern zu gehen. Sie muss ihren Eltern ja nichts davon erzählen. Ihre Freizeit verbringt sie sowieso mit Freunden in der Stadt. Sie hat auch schon einen Führerschein. Den können Jugendliche in Malaysia schon mit 17 machen. Ein eigenes Auto hat sie aber noch nicht. In die Stadt geht's also mit Papas Wagen. Nuri hingegen hat noch keinen Führerschein. Der kostet in Malaysia umgerechnet zwar nur 200 Euro. Doch das ist für die meisten Familien hier immer noch viel Geld. Für den Weg zur Universität ist sie auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Die meisten Jugendlichen in Malaysia haben im Gegensatz zu deutschen Teens auch nicht die finanziellen Mittel, ins Ausland zu reisen. Träume sind aber erlaubt. Ich war noch nie in einem anderen Land. Meine Eltern haben nicht die Zeit dafür, weil sie dauernd arbeiten. Ich würde aber gern einmal nach Europa reisen. Nach Deutschland und Paris zum Beispiel. Vorher geht's aber erstmal zur Uni. Die UITM ist die älteste Universität Malaysias. Nur Muslime dürfen hier studieren. Chinesen, Inder und Studenten aus anderen Ländern sind nicht zugelassen. Auf dem ganzen Campus ist Rauchen streng verboten. Es gibt auch keine Raucherecke wie an deutschen Unis, denn gläubige Muslime dürfen nicht rauchen. Generalprobe für den nächsten Auftritt. Gespielt werden nicht nur traditionelle malaysische Lieder. Ich höre vor allem Musik aus dem Westen. Die liebe ich, weil sie einfach großartig ist. Meine Lieblingssängerin ist Beyoncé. Sie hat eine unglaubliche Stimme. Jedes Mal, wenn ich sie singen höre, bekomme ich Gänsehaut und frage mich, ob sie der Himmel geschickt hat. Also stehen auch Rocksongs auf der Playlist der Teenband. Allerdings ist nicht jede Musik in dem muslimischen Land erlaubt. Den Sommerhit Despacito hat die Regierung zum Beispiel wegen sexueller Inhalte gnadenlos zensiert. Grundsätzlich dürfen wir jede Musik, die wir mögen, hören, spielen und auch singen. Die Musik und der Text darf aber auf gar keinen Fall gegen unsere Religion sein. In Malaysia gibt es keine klare Trennung von Religion und Staat. In Deutschland ist das ganz klar im Grundgesetz verankert. Grundsätzlich ist Malaysia muslimisch, aber alle Weltreligionen sind hier vertreten. Das macht sich auch im Stadtbild bemerkbar. Hier ranken Minarette von Moscheen neben christlichen Kirchtürmen in die Höhe. Bunte indische Tempel stehen neben chinesischen Pagoden. Die Chinesin Li Yen hat mit Religion nicht viel am Hut. Sie ist zwar offiziell Buddhistin, geht allerdings nur ein paar Mal im Jahr in den Tempel. Viel lieber verbringt sie ihre Freizeit mit Freunden in der Stadt. Lang nicht gesehen, wie geht's? Was machen wir? Wolltest du nicht in den Botanischen Garten? Gehen wir vorher shoppen. Zum Shoppen geht es in die Innenstadt, nach Chinatown. Zwar leben Chinesen und Malaien zusammen in einer Stadt,
Doch verbringen sie die meiste Zeit unter sich in ihren Stadtvierteln. Li Yens Lieblingsbeschäftigung: Klamotten kaufen. Natürlich auch, um den Jungs zu gefallen. Aber auf was stehen die heutzutage überhaupt? Ihre Freundin kennt sich da bestens aus. Es kommt ganz darauf an, was für ein Date es ist. Wenn es ein Date in der Nacht ist, kann es schon sexy sein. Am frühen Abend sollte es was Süßes oder normale Freizeitmode sein. Sich regelmäßig mit Jungs zu treffen, ist für die beiden ganz normal. Die chinesischen Jugendlichen in Malaysia benutzen wie bei uns Dating-Apps wie Tinder. Zu einem guten Ausgeh-Outfit gehört natürlich auch das richtige Schuhwerk. Die hier sind dann aber wohl eher was für ganz besondere Anlässe. Für eine Hochzeit würde mir mein Vater das vielleicht erlauben. Aber um damit shoppen zu gehen, das würde er nicht gerne sehen, weil High Heels auch die Beine kaputt machen. Nach dem Shoppen gehen die beiden Freundinnen zum Relaxen in den Botanischen Garten. Hier lesen sie wie deutsche junge Frauen Modemagazine. Beide hatten bereits einen festen Freund, aber noch nie Sex. Zumindest behaupten sie das vor der Kamera. Ich habe mich entschieden, auf die richtige Person zu warten, um Sex mit ihm zu haben. Meine Familie wird das sicher akzeptieren. Über Sex sprechen wir aber zu Hause nicht. Im Islam ist Sex vor der Ehe offiziell verboten. In Malaysia ist der Islam die am meisten verbreitete Religion. 46% der Bevölkerung sind Moslems. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur 5%. Entsprechend viele prunkvolle Moscheen gibt es in Kuala Lumpur. Nuri nimmt ihre Pflichten als Muslima sehr ernst. 5-mal am Tag betet sie. 1-mal davon in der Moschee. Religion bedeutet alles, weil Gott uns erschaffen hat. Ohne ihn wären wir nicht hier. Religion ist alles und wir müssen ihren Regeln folgen. Auf Spaß verzichten will Nuri aber trotzdem nicht. In ihrer Freizeit trifft auch sie sich mit Freunden. Alle sind religiös wie sie. Trotz ihrer strengen Eltern, die selbst auf Volljährige noch großen Einfluss haben, sprechen die jungen Frauen über Jungs. Auch wenn Sex und eine Beziehung momentan tabu sind. Der perfekte Mann hat bereits ein Gesicht für Nuri. Er hat schönes Haar, tolle Zähne und ein gutes Outfit. Bukit Bintang. Das Ausgehviertel in Kuala Lumpur ist der Ballermann Malaysias. Hier gilt trinken, tanzen und Spaß haben. Auch in einem Land mit strengen Regeln für Drogen- und Alkoholkonsum ist das Feiern mit Freunden ganz normal. Zumindest für die chinesischstämmige Li Yen. Ich gehe schon gern mit Freunden aus. Wenn ich Alkohol trinke, kann ich gut den ganzen Stress abbauen. Auch Nuri ist in Bukit Bintang unterwegs. Aber nicht um zu trinken, sondern um mit ihrer Band aufzutreten. Feiern und Spaß haben ist auch für Moslems völlig okay. Alkohol hingegen tabu. Anders als in Deutschland ist hier der Verkauf an Moslems sogar verboten. Sollte ein Lokal dabei erwischt werden, drohen Geldstrafen und die Bar muss im schlimmsten Fall sogar schließen. Nuri und ihre Freunde befolgen diese Regel ohne Ausnahme. Ich würde gerne mal Alkohol trinken. Meine Eltern und meine Religion erlauben das aber nicht. Ich werde das aus diesem Grund auch nicht machen, weil ich meine Religion und meine Eltern respektiere. Malaysia ist das Land der Gegensätze. Auf der einen Seite leben hier streng gläubige Muslime, die aufgrund ihres Glaubens ein anderes Leben führen als Jugendliche in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es viele junge Chinesen, die mit weniger Zwängen zu Erwachsenen heranwachsen.
Ihr Leben erinnert schon eher an Volljährige in Deutschland.